Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte einmal alle unsere Gäste heute hier begrüßen. Wir haben zum einen aus Rheinland-Pfalz hier Marlo Dreyer. Wir haben aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig. Wir haben aus Niedersachsen Stefan Weil. Wir haben aus Berlin Michael Müller. Wir haben aus Hamburg Olaf Scholz. Wir haben aus Brandenburg Dietmar Woidke. Und wir haben aus Bremen Carsten Sieling hier. Alle sind gekommen, um heute die Nationale Bildungsallianz vorzustellen. An erster Front natürlich Martin Schulz, der gleich die ersten Worte zu Ihnen sagen wird. Im Anschluss haben wir eine kurze moderierte Talkrunde, wo alle unsere Gäste einmal zu Gast kommen werden. Am Ende wird Marlo Dreyer noch ein Schlusswort sprechen und dann ist auch noch die Gelegenheit für Fragen. Zunächst aber begrüßen Sie herzlich unseren Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Vielen Dank. Wir stellen Ihnen heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine nationale Bildungsallianz für Deutschland vor, die sozialdemokratischen Eckpunkte für bessere Schulen. Bildung ist Zukunft. Gleiche Bildungschancen, meine Damen und Herren, sind nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit, sondern auch der ökonomischen und der sozialen Vernunft. In der Bildung ist Deutschland durchaus ein starkes Land. Wir dürfen aber die Augen nicht vor bestehenden Defiziten und vor neuen Herausforderungen verschließen. Chancen sind ungleich verteilt. Herkunft statt Talent entscheidet viel zu oft im Bildungsweg. Viele Schulen sind sanierungsbedürftig. Die digitale Entwicklung zieht häufig an unseren Schulen vorbei. Mindestens 1 Million Ganztagsplätze in der Grundschule fehlen und die Berufsschulen werden sehr häufig vernachlässigt. Deutschland kann mehr. Wir wollen auch mehr. Wir wollen Deutschland zum Bildungs- und Qualifizierungsland Nummer 1 in Europa machen. Wenn wir, meine Damen und Herren, unsere Zukunft gewinnen wollen, dann müssen wir deutlich mehr investieren in die Bildung und in die Bildungschancen, die wir erhöhen wollen für alle. Dabei stehen unsere Schulen im Zentrum. Denn sie, die Schulen, sind die Zukunftswerkstätten unserer Gesellschaft. Wir brauchen mehr Investitionen in die Infrastruktur für mehr Schulen und Lehrkräfte dort, wo es notwendig ist. Wir wollen einen kooperativen Bildungsföderalismus. Der Bund darf nicht an den Schultoren stehen bleiben. Bildung, meine Damen und Herren, muss auch im Bund endlich wieder die oberste Priorität bekommen. Dazu brauchen wir eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen. Es ist Zeit für diese nationale Bildungsallianz, die wir im Rahmen einer neuen Gemeinschaftsaufgabe nach Artikel 91b des Grundgesetzes als Aufbruch in einen neuen Bildungsföderalismus anpacken wollen. Dabei stehen 7 Punkte für uns im Mittelpunkt unseres Engagements. Und ich bin den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD, die heute hier anwesend sind, dankbar, dass wir in einer sehr intensiven gemeinsamen Arbeit diese Allianz, die wir schmieden wollen, diskutiert, entwickelt und erarbeitet haben. Wir sind für gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister. Wir werden konkrete Schritte verabreden zwischen Bund und Ländern, um die Familien zu entlasten und Chancengleichheit im Lande herzustellen. Wir treten an für mehr Zeit zum gemeinsamen Lernen und für mehr Ganztagsschulen. Mit 1 Million zusätzlichen Ganztagsplätzen an Grundschulen bekommen alle, die es wollen, und viele von denen brauchen es, einen Rechtsanspruch auf einen solchen Platz. Wir treten an für vergleichbare und gute Schulabschlüsse. Der Weg der gemeinsamen Standards, das wird unser Weg sein in allen Ländern, nähern wir die Anforderungen auf einem hohen Niveau aneinander an. In der digitalen Welt, meine Damen und Herren, ist gutes Lernen die Voraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind. Und dazu brauchen wir digitale Medien in den Schulen. Sie müssen so selbstverständlich sein wie heute Schulbücher oder Arbeitshefte, und sie müssen in der gleichen Selbstverständlichkeit genutzt werden. Wir wollen moderne Schulgebäude. Wir bringen ein umfangreiches Ausbausanierungs- und Modernisierungsprogramm
für die Schulgebäude auf den Weg. Wir wollen helle und moderne Schulen, in denen es Spaß macht, zu unterrichten, unterrichtet zu werden und wo die Eltern gerne ihre Kinder lernen lassen und sie wissen, dass sie dort gut betreut sind. Dazu brauchen wir auch mehr schulische Sozial- und Jugendarbeit, denn mit multiprofessionellen Teams in den Schulen können wir die Herausforderungen in unserer modernen Gesellschaftsentwicklung wesentlich besser gestalten, als das heute der Fall ist. Deshalb gehört zu unserer nationalen Bildungsallianz der Ausbau der schulischen Sozial- und Jugendarbeit. Und schließlich wollen wir eine hochwertige Berufsschulbildung. Mit einem Berufsschulpakt wollen wir ermöglichen, dass wir überall im Land, auch dort und insbesondere dort mit digitalen Medien arbeiten. Ich will, dass die Auszubildenden aus unseren Betrieben, die in den Berufsschulen sind, an den modernsten Geräten ausgebildet werden, mit den modernsten Lehrmitteln. Die Berufsschulen, meine Damen und Herren, liegen uns in besonderer Weise am Herzen, weil die berufliche Qualifikation den gleichen Stellenwert in unserer Gesellschaft braucht wie die akademische. Meine Damen und Herren, das Festhalten am Kooperationsverbot im Grundgesetz, das dem Bund Investitionen in den Schulen heute verbietet, bremst das deutsche Schulwesen. Das ist der Grund, warum wir bereitstehen, es abzuschaffen. Das ist ein intensiver Diskussionsprozess gewesen, aber wir haben uns dazu entschieden, auf diesen Weg zu gehen. Und deshalb wollen wir diese neue Gemeinschaftsaufgabe, die ich eben zitiert habe, nach Artikel 91b des Grundgesetzes einführen. Gute Bildung, meine Damen und Herren, kostet Geld. Im Rahmen der Nationalen Bildungsallianz werde ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder diese Allianz auf den Weg bringen. Der Bund soll 12 Milliarden Euro in der nächsten Wahlperiode bereitstellen. Und auch die Länder stellen sicher, dass sie ihre Anstrengungen weiter verstärken werden. Darauf haben wir uns bei der Vorbereitung dieser Bildungsallianz verständigt. Meine Damen und Herren, das ist ein großer Schritt nach vorne für uns als sozialdemokratische Partei auf dem Weg, Deutschland zum Bildungs- und Qualifizierungsland Nummer 1 in Europa zu machen. Und ich will deshalb schließen auch mit einem Hinweis auf Europa und auf die Rolle Europas in der Welt. Das 21. Jahrhundert wird in der Wirtschaft geprägt werden von der Fähigkeit, schnell zu reagieren, in der digitalen Welt auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Dazu gehört eine simple Erkenntnis. Die Investitionen in Qualifizierung und Bildung sind der Schlüssel zur erfolgreichen Wirtschaft. Und wenn Deutschland das führende Industrieland in Europa und eines der führenden in der Welt bleiben will, und das muss es bleiben, wenn wir die soziale Sicherheit unseres Landes erhalten wollen, dann ist Investition in Bildung, dann ist diese nationale Bildungsallianz ein großer Schritt in die Zukunftssicherung, ein großer Schritt in die Sicherung der Lebenschancen der nächsten Generation. Das genau ist der Sinn dieser Gemeinschaftsaufgabe, in der wir einen neuen Bildungsföderalismus definieren. Vielen Dank. Eine ganz kurze Pause des Nachdenkens, während hier umgebaut wird, und dann geht's gleich weiter. So, beginnen wir mit der ersten Frage an Michael Müller. Die SPD sagt, Chancengleichheit ist die Gerechtigkeitsfrage in der Bildung. Warum ist die so wichtig und vor allen Dingen, was hat das mit mehr Einheitlichkeit in der Bildung zu tun?
Naja, der Begriff Chancengleichheit beschreibt ja schon sehr gut, worum es uns geht und worum wir auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit über 150 Jahren kämpfen, für mehr und gute Bildung. Und da konnte viel erreicht werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam die nächsten Schritte gehen, die Martin Schulz ja eben beschrieben hat und umrissen hat für diese wichtige Allianz, für diese wichtige Initiative. Es geht darum, wirklich allen Kindern die gleichen Chancen zu bieten auf ihrem Weg zu einem guten, selbstbestimmten Leben, zu einem Leben, von dem sie gut leben können und ihre Familien ernähren können, auch zufrieden sind mit ihrem Beruf. Und da ist es natürlich schön, auch anzustreben, einen akademischen Abschluss, ein Abitur, ein Hochschulabschluss. Aber alleine darum geht es nicht. Man kann auch ein sehr gutes, erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben führen mit einem mittleren Schulabschluss, mit einer Berufsausbildung in einem Unternehmen, mit einer Weiterqualifizierung als Facharbeiter, Meisterbrief, sich selbstständig machen. Aber das muss man erreichen können. Und deswegen ist diese Chancengleichheit so wichtig. Unabhängig von der Herkunft der Eltern und vom Geldbeutel muss man die Chance haben, diese Wege gehen zu können. Und dazu gehört Infrastruktur, dazu gehört Ausstattung, dazu gehört, glaube ich, ganz entscheidend auch eine Gebührenfreiheit, die wir in Berlin auch umgesetzt haben, von der Kita bis zur Hochschule, auch um soziale Ungleichheiten zu überwinden. Das sind wichtige Rahmenbedingungen und natürlich auch eine Vergleichbarkeit der Bildungsinhalte und Abschlüsse, die jetzt mit dieser Initiative aufgegriffen wird, ist wichtig. Die Kinder dürfen nicht dafür bestraft werden, wenn Eltern vielleicht auch wegen ihres Berufswunsches umziehen von einem zum anderen Bundesland. Das sind alles wichtige Schritte, die uns deutlich unterscheiden von der CDU, deutlich unterscheidet uns, dass wir die Bildungspolitik so in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns stellen. Und insofern bin ich sehr froh darüber, dass wir gemeinsam mit Martin Schulz diese bildungspolitische Allianz auch verabreden konnten. Herr Schulz, nun geht es ja wieder ums liebe Geld. Der Bund investiert ja schon 3,5 Milliarden. Warum reicht das nicht aus? Es gibt sehr unterschiedliche Schätzungen darüber, was in unsere Schulgebäude in den nächsten Jahren investiert werden soll. Eine Schätzung, die von den meisten geteilt wird, sagt, 34 Milliarden Euro wären eigentlich notwendig, damit man die Schulgebäude instand setzen kann. Wenn man berechnet, dass die Schülerzahlen noch steigen werden, muss man davon ausgehen, dass da weitere Milliarden notwendig sind, um neue Schulen zusätzlich zu bauen. Und wenn man anders rechnet, kann das schnell noch viel mehr werden. In Hamburg ist es gegenwärtig so, dass wir etwas mehr als 2 Milliarden Euro in die Instandhaltung und den Neubau unserer Schulen stecken. Wenn man diese Summe einmal hochrechnete auf das Bundesgebiet, dann käme eine noch viel höhere Summe heraus als die, die ich eben gesagt habe. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass die Schulträger, das sind ja die kommunalen Ebenen in den Ländern, jetzt die Unterstützung bekommen, damit sie diese große Finanzaufgabe auch tatsächlich schultern können. Es ist dringend notwendig. Hier, Manuela Schwesig, gerade bei Ihnen wird der Punkt des Ganztagsschulausbaus wieder stark gemacht. Das war zuletzt unter Edelgard Bullmann so. Warum genau ist das jetzt der Dreh- und Angelpunkt? Der Ganztagsschulbereich ist in den 12 Jahren von Angela Merkel vernachlässigt worden. Es gab in diesen 12 Jahren Kanzlerschaft kein Ganztagsschulprogramm. Das letzte gab es in den Jahren davor. Und das ist natürlich... Das merken wir. Das merken wir daran, dass 34% der Grundschülerinnen und Schüler von heute einen Ganztagsschulplatz haben, sich aber 80% der Eltern einen wünschen. Und das heißt ganz konkret in der Realität, dass viele Eltern endlich einen Kita-Platz für ihre Kinder bekommen. Und dann kommt das Kind zur Schule, so wie jetzt in diesen Wochen überall die Einschulung stattfindet. Und auf einmal steht es um 13 Uhr vor der Tür, so wie es Martin Schulz zutreffend gesagt hat, mit einem Rucksack voller Hausaufgaben, aber einem leeren Magen. Und das ist ein echtes Problem für Mütter und Väter. Wir brauchen 1 Million neue Ganztagsschulplätze und die wollen wir gemeinsam mit dem Bund schaffen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Martin Schulz endlich das machen will, was längst überfällig ist, eine nationale Bildungsallianz, weil es den Eltern ziemlich Schnuppe ist, wer für Bildung in diesem Land zuständig ist. Sie wollen einfach, dass es funktioniert. Dann gehe ich mal weiter nach Bremen. Herr Sieling, auch die Schulsozialarbeit ist wieder aufgenommen worden. Bis 2013 hatte der Bund das bereits aufgenommen. Warum jetzt wieder? Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, die Anforderungen an Schule sind gewaltig gestiegen. Schule ist für die Schülerinnen und Schüler Lebensmittelpunkt und da geht es heutzutage viel mehr als um Lernen. Insbesondere natürlich in den Ganztagsschulen, wo es eine Reihe von Betreuungsaufgaben braucht, damit auch die Lehrkräfte selber entlastet werden, sodass sie sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich das Vermitteln von Informationen, Wissen und Kenntnissen, konzentrieren können. Da hat die Schulsozialarbeit gewaltig geholfen. Überall dort, wo wir Menschen platzieren konnten, war das ein Schritt nach vorne. Schwarz-Gelb hat das in der Zeit von 2009 bis 2013 gestrichen. Und das ist ein richtiger Rückschlag. Hinzu tritt ja, dass in den letzten Jahren die Anforderungen in vielerlei Hinsicht weiter gestiegen sind. Inklusion, da versucht Deutschland die Vorgaben der UNO zu erfüllen, aber auch natürlich die große Zahl an Geflohenen, an jungen Flüchtlingskindern. Das bedarf einer personellen Verstärkung und darum brauchen wir die Jugendsozialarbeit. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit Martin Schulz, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern darauf verständigen konnten. Das wird den Städten, Kommunen, es wird allen helfen und vor allem den Kindern wird es helfen. Und darum geht es uns doch. Herr Weil, die Gebührenfreiheit, ein großes Thema bei der SPD. Jetzt allerdings die Frage, warum nicht einfach mehr in die Investitionen in die Qualität von Lehrern, in die Qualität von Bildung? Warum lieber die Gebührenfreiheit? Das sind für mich zwei Seiten einer Medaille oder andersrum ausgedrückt, wir brauchen beides. Selbstverständlich eine möglichst gute Qualität. Aber wenn wir jetzt wirklich den großen Sprung vorschlagen, hin zu einer Gesellschaft, in der Bildung und Qualifizierung wirklich einen anderen Stellenwert haben, dann müssen wir auch die Grundsätze umsetzen. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Und das ist unverändert in vielen Bereichen der Fall. Wenn ich mal ein Beispiel sagen darf, ist es ganz überraschend zu sehen, wie viele Berufsausbildungen nach wie vor die Zahlung von Schulgeld voraussetzen, insbesondere übrigens in sozialen Berufen, wo wir auch deutlich auf einen Fachkräftemangel zulaufen. Und dann kommt noch etwas Zweites dazu, finde ich. Junge Leute, das höre ich tatsächlich immer wieder, die Familien gründen und Kinder kriegen, da bleibt am Ende des Tages, am Ende des Monats nicht viel Geld übrig. Und gerade solchen jungen Leuten, finde ich, muss unsere Gesellschaft das bestimmte Gefühl geben, was ihr macht, das wird gewürdigt, das wird auch unterstützt, das wird gefördert. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich einen großen Schritt weiter zu einer familienfreundlicheren Gesellschaft. Und im Zeichen des demografischen Wandels ist es das, was wir wirklich brauchen. Jetzt noch ein letzter Punkt, Herr Woidke, der Berufsschulpakt. Es liest sich so ein bisschen doppelt gemoppelt. Oder was ist das Besondere am geforderten Berufsschulpakt? Das Besondere ist, dass Berufsschulen in den Fokus gerückt werden. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten über vieles diskutiert. Wir haben über Hochschulen diskutiert, über Universitäten diskutiert, über die Schulbildung in Deutschland insgesamt diskutiert. Worüber wenig gesprochen wurde, waren leider die Berufsschulen. Und die Berufsschulen entscheiden genau darüber, wie dieses Land sich wirtschaftlich in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird. Und deswegen ist es wichtig, Berufsschulen in den Fokus zu rücken, den jungen Menschen zu sagen, auch wenn du in eine Berufsschule, in eine duale Ausbildung gehst, hast du alle Chancen, in Deutschland eine gute und fundierte Karriere zu machen und immer wieder deutlich zu machen, dass die Stärke der deutschen Wirtschaft in den kommenden Jahren vor allen Dingen davon abhängt, wie wir es schaffen, gute junge Fachkräfte an unseren Berufsschulen auszubilden. Und da muss die neueste Technologie hin, da müssen die besten Lehrer und Ausbilder hin. Und dann haben wir in Deutschland auch eine gute wirtschaftliche Zukunft. Jetzt sehe ich in den Gesichtern einiger Kolleginnen und Kollegen, das ist doch alles nicht neu, das haben wir alles schon mal gehört. Deswegen die Frage an Malu Dreyer, Nationale Bildungsallianz. Warum ist die so wichtig und was ist neu und was machen wir damit? Ja, Bildung ist der Schlüssel in die Welt, kann man sagen. Und Bildung ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür oder gleiche Bildungschancen für alle, um wirklich sozial gerecht überhaupt handeln zu können. Deshalb ist das Thema Bildung für Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen schon immer einer der ganz, ganz großen Schwerpunkte. Die Länder investieren im Jahr ungefähr 90 Milliarden, um Bildung wirklich nach vorne zu bringen. Und wir wollen, dass noch mehr Kraft in Zukunft in dieses Thema gesetzt wird. Es ist vieles von den Kollegen
Kollegen und Kolleginnen gesagt worden. Ich will drei Aspekte noch mal aufzeigen. In Rheinland-Pfalz gibt es die gebührenfreie Bildung, wie bei ein, zwei anderen Kollegen auch, von der Kita bis zur Hochschule, auch für den Master. Und ich will einfach noch mal deutlich machen, dass das nicht nur wichtig ist, weil damit alle Kinder und alle Eltern die Entscheidung treffen, ihre Kinder frühzeitig in die Bildungseinrichtung Kita zu bringen. Es bedeutet aber auch Familienfreundlichkeit, wie Stefan Weil es gesagt hat. Wenn meine Nichte jetzt aus berufsbedingten Gründen in unser Nachbarland gezogen ist und 400 Euro pro Monat bezahlt für die Betreuung ihres Kindes, dann weiß ich, dass das nicht familienfreundlich ist. Und das wollen wir in ganz Deutschland ändern. In Rheinland-Pfalz ist jede zweite Schule eine Ganztagsschule, wie in manchen anderen Bundesländern auch. Wir wollen, dass in ganz Deutschland es ein Angebot für alle Kinder gibt, wo Eltern entscheiden, sie möchten die Ganztagsschule in Angriff nehmen oder sie möchten sie einfach nutzen, dass diese Chance dasteht. Warum? Weil wir im Jahr 2017 leben, weil Männer und Frauen heute gleichberechtigt Beruf und Familie leben wollen und weil es nicht mehr zumutbar ist, dass tatsächlich Frauen und Männer nicht die Möglichkeit haben, selbstverständlich auf Ganztagsplätze zurückzugreifen. Man könnte das weiter fortsetzen. Ich denke, der wichtige Punkt ist zu verstehen, dass wir einen großen, großen Kraftakt brauchen. Es läuft ja nicht schlecht in Deutschland, aber wir könnten besser sein in Deutschland. Deutschland hat viele Herausforderungen zu stemmen. Die Digitalisierung ist genannt worden. Es ist auch die Inklusion genannt worden. Was bedeutet das digitale Zeitalter in unseren Schulen? Allein an Investitionen, an Fortbildung von Lehrern, an Fortbildung auch von Eltern und Unterrichtung von Eltern, als auch die Medienkompetenz an die Kinder weiterzugeben. Viele Herausforderungen, die unser Land stemmen muss, damit wir auch in Zukunft ein erfolgreiches Deutschland bleiben. Für uns ist Bildungspolitik ein Grundpfeiler in der sozialen Gerechtigkeit und ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich Deutschland auch in Zukunft positiv weiterentwickeln kann. Und deshalb sind wir sehr froh darüber, dass mit Martin Schulz es klar ist, dass eine nationale Bildungsallianz für Deutschland dann ab September auch Realität wird, wenn Martin Schulz unser Kanzler wird, weil es wichtig ist, dass Länder, Kommunen und Bund gemeinsam an dieser existenziell wichtigen Frage in Deutschland arbeiten. Und der Bildungs-, das Ganztagsschulprogramm 2003 wurde schon genannt, was leider nicht mehr existiert. Aber die, die sich daran erinnern, erinnern sich vielleicht daran, welchen Push es gegeben hat in ganz Deutschland, was den Ausbau von Ganztagsschulen betrifft. Wir brauchen diese Unterstützung, wir wollen sie auch. Wir wissen, bei einem der allerwichtigsten Themen in unserem Land ist es nur gut, wenn Bund, Länder und Kommunen zusammenwirken. Keiner versteht, warum das nicht so ist. Und deshalb werben wir für diese nationale Bildungsallianz für ein gerechteres Deutschland, weil wir gemeinsam mehr anpacken können, mehr stemmen können, als wenn wir es nicht gemeinsam machen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank. Gibt es Fragen zur nationalen Bildungsallianz? Ich sehe zuerst Frau Müller-Thum. Ja, zwei Fragen. Eine gleich an Frau Dreyer. Vielleicht habe ich nicht gut genug zugehört, aber die Frage, was ist neu, habe ich gerade nicht so richtig beantwortet bekommen, glaube ich. Und noch eine Frage an Herrn Schulz. 12 Milliarden ist eine Menge Geld. In Ihrem Papier steht aber auch drin, für den Zeitraum, wo Sie das ausgeben wollen, werden Länder und Gemeinden vermutlich 360 Milliarden Euro ausgeben. Wenn ich richtig gerechnet habe, reden wir also von etwa 3,3% mehr. Sie haben so Riesenpläne. Wie kriegen Sie das mit 3,3% mehr hin? Neu ist natürlich, in der Allianz wirken ja Bund, Länder und Kommunen zusammen. Wir haben es jetzt bei den Bund-Länder-Finanzen geschafft, die SPD wohlgemerkt, auch wenn die Bundeskanzlerin jetzt wirbt mit den 3,5 Milliarden. Es war von der SPD durchgesetzt, dass der Bund diese 3,5 Milliarden investieren kann. Wir haben eine Grundgesetzänderung erwirkt. Wir möchten gerne eine Änderung des 91b. Das heißt, dass wie in den Hochschulen in Zukunft eben auch der Bund bei Bildung mitwirken kann. Und das ist natürlich ein elementarer Unterschied, weil nach der jetzigen Grundgesetz oder unserer Verfassung es nicht möglich ist, dass der Bund mitinvestiert im Bildungsbereich. Wir wollen, dass Eltern nicht mehr das Gefühl haben, es gibt an unterschiedlichen Stellen Hemmnisse, wenn man umzieht und Ähnliches. Das wollen wir miteinander besser, schneller klären, als die KMK das zurzeit tut. Und wir wollen vor allem, dass der Bund sich eben auch einklinken kann in wichtige Investitionen wie den Ganztagsschulausbau, wie die Gebührenfreiheit, wie die Digitalisierung. Versprochene 5 Milliarden von Frau Wanka, die nie geflossen sind, auch wenn man heute wieder sagt, dass nach der Wahl diese Gelder zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen da Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und es geht am besten dann auch, wenn wir das in unserer Verfassung entsprechend auch aufnehmen. Ich will nochmal aufgreifen, was Frau Dreyer gerade gesagt hat. Vieles ist neu, aber das, was
in einer nächsten Wahlperiode neu sein wird, ist, dass ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland die Bildungspolitik in diesem Lande als eine Schlüsselaufgabe für die Zukunft des Landes betrachtet. Wir fallen im Vergleich mit anderen Ländern in Europa in einigen Bereichen zurück. Und der Schlüssel, das habe ich eben versucht, in meiner Einführung zu sagen, zur Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland auf lange Sicht und vor allen Dingen für die nächste Generation hängt von einer sehr effizienten Bildungspolitik ab, in der, ich will mal den Nobelpreisträger Daniel McFadden zitieren, der heute oder vor ein paar Tagen hat das Handelsblatt, eine bedeutende deutsche Zeitung, ihn zitiert: Wir wollen, dass die größten Talente aufsteigen und nicht die mit den reichsten Eltern. Das ist sicher nicht neu, aber es ist immer wieder eine Riesenherausforderung, genau dafür zu sorgen. Und Sie haben jetzt Summen genannt, die alle Länder gemeinsam ausgeben. Ich habe eben, also alle Bundesländer gemeinsam ausgeben für den gesamten Bereich der Bildung. Ich habe eben 7 Punkte genannt, in denen wir sehr konzentriert als Bund im Rahmen einer neu zu definierenden Gemeinschaftsaufgabe ergänzend und unterstützend 12 Milliarden zur Verfügung stellen wollen. Das ist eine Vervierfachung dessen, was heute zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist vielleicht auch etwas Neues, dass ein Kanzler den Anspruch hebt zu sagen, wir vervierfachen das, was der Bund heute tut, in der nächsten Wahlperiode. Und von daher die Fokussierung auf die vor allen Dingen die familienstärkenden Elemente, Herr Weil hat darauf hingewiesen, sind sehr wohl neu. Dass Familie und Beruf doppelte Freude sein sollte in Deutschland und nicht doppelte Last, bedingt, dass in einigen Bereichen unseres Bildungssystems der Bund eben ergänzend zu den Ländern und in der Gemeinschaft mit den Ländern auftritt. Darauf werden wir sehr fokussiert und konzentriert die Gelder einsetzen. Wir haben Frau Böse, Herrn Drebes und Herrn Fried. Genau, ich habe auch 2 Fragen. Eine an Herrn Schulz, eine an Frau Dreyer vielleicht. Herr Schulz, Sie haben jetzt zwar 7 SPD-Ministerpräsidenten, aber wenn ich richtig weiß, brauchen Sie auch Union und Grüne für Ihr Vorhaben Grundgesetzänderung. Wie wollen Sie die überzeugen? Denn die haben ja schon abgewunken. Und Frage an Frau Dreyer oder auch andere Ministerpräsidenten. Viele Mittel werden ja gar nicht abgerufen von Ländern und Kommunen, die eigentlich schon bereitstehen vom Bund. War vor 2 Tagen, glaube ich, in der Rheinischen Post zu lesen. Warum wollen Sie denn immer mehr Geld im System, wenn Sie es gar nicht abrufen? Okay, da wird vielleicht Frau Dreyer oder wer auch immer zu antworten. Dass konservative Regierungschefs von Bundesländern jetzt eine Initiative eines SPD-Kanzlerkandidaten nicht mit großer Euphorie unterstützen, habe ich auch nicht erwartet. Und konservative Ministerpräsidenten anderer Länder, gut, das ist jetzt keine Überraschung für mich. Aber eine Sache ist klar. Über die Frage, ob wir diese nationale Bildungsallianz auf den Weg bringen, und wir werden sie auf den Weg bringen, egal wie. Da werden wir nicht locker lassen. Wir brauchen diese nationale Bildungsallianz. Wenn ein Bundeskanzler sie auf den Weg bringt und die sozialdemokratisch geführten Länder das mittragen, und wir regieren übrigens auch in etlichen Ländern als Sozialdemokraten mit und werden dort auch entsprechende Initiativen ergreifen, dann wird die Union und die Ministerpräsidenten, die dieser Partei angehören, den Leuten erklären müssen, warum sie für Gebühren sind. Dann werden sie den Leuten erklären müssen, warum wir keine Millionen zusätzlicher Ganztagsschulplätze brauchen. Sie werden den Leuten erklären müssen, warum wir keine hochwertige Ausrüstung in den Schulen, Ausstattung in den Schulen haben, warum wir keinen Berufsschulpakt brauchen. Das werden Sie den Eltern erklären müssen, warum Schulsanierung nicht vom Bund mit betrieben werden soll. Fragen Sie mal Eltern, deren Kinder in Schulen gehen müssen, die nicht besonders attraktiv sind. Die fragen nicht nach einem CDU- oder SPD-Ministerpräsidenten. Die fragen auch nicht nach Genehmigungsverfahren und Genehmigungsstau, sondern wenn es durch Dach regnet, fragen die nach dem Dachdecker, ob der vielleicht kommt und nach dem Geld, das da ist, um den zu bezahlen. Wir müssen uns abgewöhnen, die Bildungspolitik in diesem Land als ideologisch aufgeladene Debatte zu führen. Wir brauchen für Familien, für unsere Kinder und für die Eltern und insbesondere für die Berufstätigen pragmatische Lösungen. Und da bin ich ziemlich sicher, wenn es dann Geld gibt, da sind, glaube ich, die CDU-Ministerpräsidenten die Ersten, die kommen werden. Da bin ich relativ optimistisch. Ich will
auch gerne sagen, dass ich sehr optimistisch bin, was die Grundgesetzänderung betrifft. Wir haben ja gerade eine beschlossen, von der viele geglaubt haben, dass sie nicht zustande kommt. Ich nehme den 104c mit der Möglichkeit der Förderung der Schulgebäude, eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Und wer die Debatte im Vorfeld sich noch mal erinnert, der fühlt sich an die jetzige Lage erinnert. Ich glaube aber, dass unsere politische Initiative Erfolg haben wird, weil es einen großen Handlungsdruck gibt, den die Bürgerinnen und Bürger sehen, den wird sich am Ende keiner verschließen können. Gleichzeitig ist es so, dass die jetzt neu bereitgestellten Mittel Stück für Stück abfließen. Das sind komplizierte Bedingungen. Die finanziellen Verhältnisse der Schulträger kann ich jetzt mal als Land, das alles in einheitlicher Struktur hat und es deshalb viel einfacher hat, für andere sagen, sind manchmal sehr anspruchsvoll, um es höflich auszudrücken. Und deshalb wird das einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber ganz klar ist, überall in Deutschland wissen die Schulträger, dass sie Finanzierungsbedarf haben und sie können jeden Euro zusätzlich gebrauchen. Deshalb sind auch diese 12 Milliarden über 4 Jahre eine ganze Menge Geld, weil sie eben obendrauf kommen auf das Programm, das ohnehin schon vorhanden ist. Und ich glaube, dass alle, die jeden Tag mit den Schulen zu tun haben und wie sie das finanzieren sollen, dass die in Ordnung gebracht werden, sich über die zusätzlichen Mittel zum Beispiel sehr freuen werden. Herr Drewes. Wir wollten eigentlich nur noch ergänzen, Frau Schwesig und ich, wir wollten noch ergänzen, das ist, glaube ich, eine echte Nebelkerze mit dem Nicht-Abrufen. Es hat lange, lange gedauert, bis es eine Einigung über das Abrufen zwischen Bund und Länder gegeben hat, wie die 3,5 Milliarden abgerufen werden. Wir freuen uns darauf und unsere Schulträger auch, dass wir sie jetzt abrufen können, nachdem diese Fragen geklärt sind. Und dass die CDU diese Vorschläge jetzt hier ablehnt, ich bin ganz froh darüber, weil sie an diesem Punkt jetzt mal ehrlich, sich ein bisschen ehrlich macht im Wahlkampf. Frau Merkel schreibt einerseits in ihr Wahlprogramm auf einmal einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, wobei sie 12 Jahre lang nicht ein einziges Programm gemacht hat. Deswegen kann man in diesem Bereich gar kein Geld abrufen, weil es gar kein Programm gibt für den Ganztagsbereich. Und auf der anderen Seite werden jetzt diese Pläne abgelehnt. Daran kann man sehen, dass es die CDU nicht ehrlich meint beim Thema Bildung und Familien. Es gibt ein einziges Programm, was Sie meinen, das ist das Kita-Programm, wo es um neue Plätze geht. Da können aber auch letztendlich die Gelder erst abgerufen werden, wenn die Kita verplant und gebaut ist. Und was wir hier nicht vorschlagen, sind neue Plätze. Dafür hat die SPD in der Bundesregierung Vorsorge getragen mit dem Investitionsprogramm, was Martin Schulz vorschlägt. Und das ist das Neue, das ist das Novum, mit laufenden Geldern in den Kita-Bereich reinzugehen für die Gebührenentlastung der Eltern. Denn das ist das, was Kommunen und einige Länder drückt. Wir haben schon sehr hohe Gebühren. Und wenn dann noch neue Plätze dazukommen, dann geht die Spirale nach oben. Und da hilft Martin Schulz mit seiner Idee der Nationalen Bildungsallianz, sodass aus dem Ausbau der Qualität und der Gebührenfreiheit ein Dreiklang wird, von dem die CDU noch nichts gehört hat und deswegen das auch nicht wirklich verstanden hat. Ja, eine Frage an Herrn Schulz. Christian Lindner, der FDP-Chef, hat heute bei einer Pressekonferenz in Nordrhein-Westfalen gesagt, er sei auch für die Abschaffung des Kooperationsverbots. Freut Sie das? Macht es eine Koalition mit der SPD, FDP wahrscheinlicher? Ich freue mich sehr, wenn Herr Lindner diesen Schritt mitgehen will. Die FDP sitzt ja auch in einigen Landesregierungen, wird uns dann sicher auch bei der Umsetzung der Reform des Grundgesetzes bei 91b für eine neue Gemeinschaftsaufgabe helfen können. Die Dinge, die wir Ihnen heute vorstellen, sind ja Teil unseres Regierungsprogramms. Und Sie kennen ja meine Antwort. Wer nach der Bundestagswahl auf der Grundlage dieses Programms mit uns zusammenarbeiten will, ist ja herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen. Da die ersten von uns gleich schon wieder los müssen, also unsere Gäste, vor allen Dingen die letzte Frage von Nico Fried. Ich hätte zunächst eine Frage an einen der Ländervertreter, vielleicht Frau Dreyer oder Herr Scholz. Es war ja gerade die Rede davon, dass Sie glauben, dass die Unionsländer auch ankommen, wenn es Geld gibt. Für mich klingt das im Moment bei Ihnen auch so, dass Sie jetzt ankommen, weil es Geld gibt. Ich habe noch nicht genau verstanden, worin eigentlich die Gegenleistung der Länder besteht. Also zum Beispiel in einer festen Zusage, eine bestimmte Zahl von Investitionen zu tätigen oder Plätze zu schaffen und so weiter. Und das Zweite, was mich mal interessieren würde, was nicht auftaucht, ist der Faktor Lehrerschaft. Also Sie brauchen ja auch Personal, um diese zusätzlichen Dinge zu verwirklichen. Da hätte ich gerne gewusst, was es da für Vorstellungen gibt. Und vielleicht einen kleinen Randaspekt in dem Zusammenhang, weil es ja auch um eine Angleichung der Standards geht. Vielleicht an Herrn Müller, da könnte ja auch zum Beispiel die Frage der Verbeamtung wieder eine Rolle spielen, weil es natürlich
für Lehrer auch ungleiche Verhältnisse gibt in der Bundesrepublik, was ihre beruflichen Verhältnisse angeht. Herr Fried, die Gegenleistung von Ländern und ich nehme an auch von Kommunen besteht darin, dass wir konsequent das fortsetzen, was wir jetzt schon machen. Denn in den vergangenen Jahren ist vor allen Dingen auf diesen beiden Ebenen enorm viel getan worden für mehr Bildung und mehr Qualifizierung. Ich kann das für Niedersachsen sagen. Wir haben im Laufe dieser jetzt, wie Sie wissen, ablaufenden Legislaturperiode in Niedersachsen 1 Milliarde Euro mehr zur Verfügung gestellt, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Förderung, aber auch bei den Ganztagsschulen. Jetzt haben wir uns vorgenommen als nächsten Schritt die Beitragsfreiheit für die Kindertagesstätten. Aber wir sind natürlich immer noch gezwungen, zwischen den unterschiedlichsten vordringlichen Bedarfen welche auszuwählen, obwohl keiner von uns meint, man müsse da wirklich ernstlich das eine gegen das andere ausspielen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht gerade irgendwie besondere Interessen hat, zum Beispiel im Bereich einzelner Länder, der bestreiten würde, Bildung und Qualifizierung ist die zentrale Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft schlechthin. Wenn wir das vernünftig lösen, dann können wir auch in Zukunft sehr erfolgreich sein. Misslingt uns das, dann mögen wir uns miteinander die Folgen gar nicht ausmalen. Und ich verstehe diese nationale Bildungsallianz jetzt wirklich als ein Angebot, aber auch als eine Aufforderung, das als eine gemeinsame Aufgabe anzugehen. Nicht nur in Sonntagsreden, sondern ganz am Ende auch vor allen Dingen bei der Mitfinanzierung, Mitverantwortung. Dazu sind wir bereit, auch als bekennende Anhänger des Föderalismus. Und jetzt darf man auch erwarten, dass die anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerber im politischen Wettbewerb diesen Sprung für sich machen. Ich glaube, es gibt dazu am Ende überhaupt keine Alternative. Ja, vielleicht dann auch noch kurz zu der Situation in Berlin. Sie wissen, der Ausstieg aus der Verbeamtung war ja auch begründet vor 10 Jahren durch unsere schwierige finanzielle Situation, in der wir waren. Wir haben entschieden, dass Lasten, eben die durch die Verbeamtung ja auch in späteren Jahren dann eintreten, eben wir so nicht mehr tragen wollen, sondern wir wollen genau sehen, was können wir uns leisten in Berlin und was nicht. Jetzt sind wir in einer finanziell besseren Situation, haben die Einstiegsgehälter für die Lehrerinnen und Lehrer ja dadurch auch deutlich angehoben. Ich glaube aber, unabhängig von der Frage Verbeamtung oder Nichtverbeamtung oder auch Einstiegsgehalt, ist die Frage, wie wir die Kapazitäten auch erhöhen und attraktiver machen für die Lehrerinnen und Lehrerausbildung. Und insofern war mir das jetzt sehr wichtig, im Rahmen unserer Hochschulverträge mit unseren Universitäten fest zu verabreden, dass wir deutlich mehr Kapazitäten schaffen in der Lehrerausbildung. Auch, dass die Rahmenbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer verbessert werden. Die Investitionen, die Martin Schulz angesprochen hat, sind ja nicht nur für die Schülerinnen und Schüler gut. Sie schaffen auch ein besseres Lehrumfeld für die Lehrerinnen und Lehrer. Also insofern, glaube ich, sind das ganz, ganz wichtige Initiativen, genauso wie auch den Einstieg für Quereinsteiger deutlich zu vereinfachen und zu ermöglichen, damit wir mehr Lehrerinnen und Lehrer ins System bekommen. Vielleicht gestatten Sie mir noch einen Satz auf Ihre Frage. Alle sprechen in Ihren Wahlprogrammen, dass Bildung eine nationale Angelegenheit ist und dass da was passieren muss. Die Kompetenzverteilung in Deutschland ist so, dass es die Länder und was die Schulträgerschaft betrifft, die Kommunen sind, die dafür Zuständigkeiten haben. Wenn man also das ernst meint, dass man etwas voranbringen will, dann geht es nur über eine Allianz, das heißt eine verabredete Politik von Bund und Ländern. Und dann geht es nur mit dem deutlichen Bekenntnis des Bundes, seine finanziellen Handlungsmöglichkeiten mit für diese nationale Aufgabe einzusetzen. Natürlich bedeutet Allianz dann im Gegenzug, dass die Länder sich verpflichten, in bestimmter Richtung gleichgerichtet zu handeln, damit das insgesamt hinhaut. Aber das ist der entscheidende Unterschied und der ist für diese Entscheidung im September von allergrößter Bedeutung. Reden wir darüber und denken alle, das ist jetzt etwas, das bei der Bundestagswahl entschieden wird, aber es stimmt gar nicht, weil hinterher gar nichts passiert. Oder folgt der Rede auch eine Tat? Diese Tat ist die Bildungsallianz und die finanzielle Zusage, die damit verbunden ist, selbstverständlich als ein Vertrag, der dann geschlossen werden muss. Vielen Dank, Olaf. Die Vorgehensweise ist heute Morgen für uns eine der entscheidenden Weichenstellungen in der zukünftigen Politik in diesem Lande. Die Kooperation, die möglich sein muss zwischen den unterschiedlichen Ebenen der Staatsstruktur der Bundesrepublik Deutschland,
die wollen wir herbeiführen. Olaf Scholz hat gerade praktisches Beispiel genannt. Wenn das Kooperationsverbot uns heute hindert, effizient zu handeln in der Bildungspolitik, dann muss man an das Kooperationsverbot ran. Ich war viele Jahre Bürgermeister einer Mittelstadt. Ich kann Ihnen sagen, wie wichtig das ist, wenn Schulträger sich auf eine langfristige, planbare, zuverlässige Zukunft verlassen können. Deshalb ist das, was wir heute machen, schon ein sehr, sehr weitreichender Schritt in der Veränderung der Bildungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben uns auch entschieden, dass wir die enorme wirtschaftliche und finanzielle Kraft, oder besser gesagt die enorme Steuerkraft, die in Deutschland aus unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erwächst, nutzen. Wir haben enorme Haushaltsüberschüsse, Steuerüberschüsse beim Bund. Und wir müssen jetzt, und das ist sicher auch eine Entscheidung, die vor uns liegt, auch am 24. September, darüber diskutieren, was wollen wir mit diesem Geld machen. Und wir haben uns entschieden. Wir werden es nicht in die Aufrüstung der Bundeswehr stecken. Wir werden es nicht in eine Rüstungsspirale stecken, sondern in die Bildungsallianz, die Bundesrepublik Deutschland, ein leistungsfähiges, starkes Land. Und wir wollen, dass es ein leistungsfähiges, starkes Land bleibt. Und all diejenigen, die glauben, dass wir auf ewige Zeiten so stark bleiben, ohne zu investieren, vor allen Dingen in Bildung und Qualifizierung. Wir haben schon zu Beginn des Jahres die Weiterentwicklung der Bundesagentur für Arbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung angekündigt und gehen jetzt mit dem Schritt der Nationalen Bildungsallianz auf diesem Weg weiter. Die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, hängt davon ab, dass wir in Bildung und Qualifizierung investieren, und wir haben die Möglichkeiten dazu, das nachhaltig zu tun. Das ist ein Punkt, der auch in der Zukunft, ich will das ja nochmal unterstreichen, für das, was an Zeit nach dem 24. September auf uns zukommt, für uns als Sozialdemokraten die Richtschnur sein wird. Wenn andere sich dem anschließen, wird das der Sache sicher dienen. Für uns wird es ein Punkt sein, für den wir, da können Sie von ausgehen, energisch kämpfen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank all unseren Gästen, vielen Dank allen Kollegen, und ich wünsche noch einen schönen Tag.